Rodewigs Innenstadt soll attraktiver werden. Bürgermeisterin Kerstin Schöniger brachte es auf den Punkt. Eine umfassende Schönheitsoperation muss her, betonte sie in ihrer Rede am gestrigen Abend im Ratskellersaal. Die Veranstaltung hatte die künftige Gestaltung der Innenstadt zum Thema. Pläne bzw. Ideen für eine Neugestaltung gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre und einige Dinge wurden auch schon umgesetzt. So zum Beispiel die Umverlegung der B169. Die Verkehrsflächenreduzierung und die Barrierefreiheit stehen weiterhin auf der Agenda. Einzelhändlerische Interessen, die ja immer mit ausreichend Parkstellflächen in Verbindung stellen sollen, Wort bleiben und auch ein kleiner Haltepunkt, für den Cityverkehr sollte vorgesehen werden. Die Rodewischer Bürger, die Stadträte und die Arbeitsgruppe Innenstadt konnten ihre Meinung zu den Entwürfen der Architekturbüros äußern. Wir waren sehr zufrieden, wie viele Bürgerinnen und Bürger uns ein Feedback auf diese Vorschläge gegeben haben. Die Präsentationen am Abend stießen auf reges Interesse. Brennpunkte der Umgestaltung der Innenstadt sind in erster Linie der Postplatz sowie die Auerbacher Straße.